Einen wunderschönen guten Abend, Tag, Morgen, Nacht oder wann auch immer. Ich begrüße euch zu einem weiteren Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr ein Texture Pack in Minecraft installieren könnt. Ich habe mir mal auf YouTube ein paar Videos angeguckt. Ich fand diese Videos aber nicht sehr, ja, wie soll man das jetzt sagen, aufschlussreich, und somit habe ich mir gedacht, ach komm, machst du mal ein Tutorial, wie das Ganze funktioniert. Also, als erstes ladet euch so ein paar Sachen runter. Das kann sein, dass dabei ein Virus mit runtergeladen wird. Das heißt, wenn euer PC danach extrem langsam wird, würde ich einmal kurz das Virenprogramm durchlaufen lassen. Das nur mal als kurze Warnung dafür davor. Und wenn ihr die ganzen Sachen so runtergeladen habt, dann braucht ihr, dann ladet ihr euch erstmal den MC Patcher runter. Die Links sind ja alle in der Beschreibung, könnt ihr mal kurz reinlucken und dann könnt ihr euch das downloaden. Das sieht dann so aus. Mehr ist das eigentlich auch gar nicht. Dieser Patcher hat halt die Fähigkeiten, verschiedene Sachen zu patchen. Dann sind hier noch ein paar Sachen aufgeführt, die womit ich mich noch nicht auskenne, aber ist ja auch egal. Um jetzt beispielsweise ein HD-Texture-Pack zu installieren, Minecraft, braucht ihr natürlich erstmal ein Texture-Pack, denn dieser Patcher alleine bringt euch nicht viel. Das heißt, ihr ladet euch, ich habe jetzt mal ein Beispiel vom HD-Texture-Pack, was auch Gong in seinen Let's Plays benutzt, habe ich jetzt mal in die Videobeschreibung gepackt, könnt ihr mal gucken. Dann macht ihr das Ganze, beziehungsweise ihr schreibt hier App Data rein, und dann wird sich gleich ein Fenster öffnen. Normalerweise sollte es das tun, und da ist es auch schon. Jetzt haben wir hier den Minecraft-Ordner. Falls da was schief geht, würde ich den vorher nochmal kurz sichern. Das heißt also irgendwohin kopieren. Falls was schief geht, habt ihr nichts verloren, sondern könnt einfach diesen Ordner, wo ihr dann rumgebastelt habt, löschen und packt euren neuen Ordner, beziehungsweise den alten neuen Ordner, dann wieder herein. Wenn wir schon mal gerade da sind, dann gibt es hier ein paar Ordner. Wenn ihr dieses Texture Pack dann neu runtergeladen habt, das ist meines Erachtens eine WinRAR-Archivdatei oder WinRAR-ZIP-Archivdatei, ist ja auch egal. Ihr braucht nicht entpacken, ich wiederhole, nicht zu entpacken. Ihr könnt das Ganze, den kompletten Download, den ich da unten in die Videobeschreibung getan habe, bei den Texture Packs reinkloppen. Und dann seht ihr hier, dass ich da ein Texture Pack schon installiert habe. Und nun wollen wir uns das mal angucken. Ach ja, ihr müsst, wenn ihr das alles, wenn ihr den Patch runtergeladen habt, müsst ihr natürlich einmal kurz auf Patch klicken. Ihr könnt dann auch hier noch ein paar Sachen einstellen. Wir können jetzt auch Better Grasses machen. Dann können wir das alles nochmal wieder patchen. Dann wird die Minecraft-Yacht-Datei gepatcht. Dann könnt ihr das schließen. Das könnt ihr dann auch schließen. Und wir sehen uns gleich in Minecraft wieder. So, da bin ich wieder. Wenn ihr das noch nicht installiert habt, dann habt ihr, das ist der normale Minecraft-Look, was dir mit Default angezeigt wird, und das, was ihr gerade gedownloadet habt, mit den Viren höchstwahrscheinlich, ist dann hier unter. Dann einfach hier draufklicken, zack, und dann dauert das einen kleinen Moment. Und dann könnt ihr auf Down klicken, dann ist das fertig. So, und jetzt habt ihr dieses Menü auch schon im anderen Design, wie man hier auch schon gut erkennen kann. Ich gehe jetzt einfach mal auf Singleplayer und male meine Welt. Dann lädt ihr die Welt kurz, dann werden wir nochmal sagen. So, und jetzt habt ihr dieses Texturenpack, was ihr ja von dem Glas her sicherlich von Gronk kennt, wenn ihr die Let's Plays kennt. Wenn nicht, schaut mal auf dem Kanal vorbei. Ich meine, ich weiß, er braucht keine Werbung, aber dann wisst ihr zumindest, wovon ich rede. So, das Ganze ruckelt noch ein bisschen. Das ist noch ein bisschen blöd. Deswegen, ihr müsst gucken, was euer Rechner schafft. Ich bin gerade leicht verwundert, warum das bei mir so ein bisschen ruckelt, aber jetzt läuft wieder einigermaßen. Das liegt höchstwahrscheinlich an den Better Grasses. Also macht ihr das Better Grasses, aktiviert das besser nicht. Aber sonst habt ihr das alles erfolgreich installiert. Mehr ist es auch gar nicht. Und danke fürs Zuschauen. Kommentiert, fragt mich, wenn ihr Fragen habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.